Es sind nur 5 Worte in einer SMS, die Neris Mutter in Angst versetzen. Frohes neues Jahr. Liebe dich. Es ist die einzige Nachricht, die sie seit Wochen von ihrer Tochter von der anderen Seite der Welt empfängt. Sie weiß, dass etwas passiert sein muss, dass ihre Tochter in Gefahr ist und dass sie Neri retten muss. Doch es ist zu spät. Der Traum von Thailand. Eigentlich führt Neri Hoines ein glückliches Leben. Nur eines fehlt ihr. Eine Vorstellung, was sie im Leben machen und erreichen will. Ein Sinn, der ihr Leben füllt und für den es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Neri ist zusammen mit ihrer Mutter Ellen im norwegischen Bærum in der Nähe von Oslo aufgewachsen. Auch als erwachsene Frau verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft, in der sie sich alles anvertrauen. Freundinnen beschreiben sie als Zentrum ihres Freundeskreises, die mit ihrem strahlenden Auftreten jeden Raum einnimmt. Neri hat in ihren 20ern zahlreiche Studiengänge begonnen und wieder abgebrochen. Eine richtige Vorstellung, was sie eines Tages machen will, in welchem Bereich sie mal arbeiten möchte und was ihr Spaß macht, hat sie auch mit 30 noch nicht. Neri macht gern Yoga und sie würde am liebsten die ganze Welt bereisen. Deshalb wächst in ihr immer mehr ein Traum. Sie möchte Yogalehrerin werden, aber nicht in ihrer Heimat Norwegen, sondern in Thailand, ihrem liebsten Reiseziel. Im Herbst 2019 macht sich Neri Hoines bereit für ihre große Reise. Sie wandert auf die thailändische Insel Koh Phangan aus, die vor allem für ihre Fullmoon-Partys bekannt ist und die deshalb jedes Jahr tausende Backpacker und Touristinnen aus der ganzen Welt anzieht. Doch Neri zieht nicht nur zum Feiern nach Koh Phangan, sie hat einen Job als Yogalehrerin in einer örtlichen Yogaschule im Norden der Insel bekommen. Der Abschied in Norwegen fällt ihr schwer, auch wenn es immer ihr großer Traum war, den sie nun verwirklichen kann. Mehrmals die Woche telefoniert sie mit ihren Freundinnen, die sie auch über Instagram auf dem Laufenden hält, und ihrer Mutter. Bereits im Dezember wollen die beiden sich wiedersehen, wenn Neri über Weihnachten ihre Familie besuchen will. Im Oktober, wenige Wochen nachdem Neri nach Thailand gezogen ist, hat sie große Neuigkeiten, die sie ihrer Mutter am Telefon mitteilt. Sie hat einen Mann kennengelernt. Und nach wenigen Wochen ist sie sich sicher, dass er die Liebe ihres Lebens ist. Es ist Ogo Hiroyuki, ein Japaner, den es ebenfalls nach Thailand verschlagen hat. Gehirnwäsche. Anfang Dezember fliegt Neris Freundin Berit nach Koh Phangan, um sie zu besuchen. Auch ihr hat die 30-Jährige bereits von ihrer großen Liebe Hiroyuki vorgeschwärmt und dass sie und er schon bald heiraten wollen. Berit freut sich für ihre Freundin. Doch als sie auf der thailändischen Insel ankommt, kommen ihr erste Zweifel, an wen Neri dort geraten ist. Die 30-Jährige spricht über Hiroyuki nicht von ihrem Freund, sondern von ihrem Meister. Nicht nur im spirituellen Zusammenhang ihrer Yoga-Ausbildung habe er sie erleuchtet, sondern auch in Bezug auf ihr gesamtes Leben. Einen Tag, nachdem sie sich kennengelernt haben, hat Hiroyuki sie bereits davon überzeugt, dass sie ihren Job in der Yogaschule kündigen und nun bei ihm in die Lehre gehen soll. Was das genau bedeutet, erzählt sie nur per Sprachnachricht einer anderen Freundin. Hiroyuki würde angeblich kranke, westliche Zugezogene heilen. Und das mit Hilfe gewalttätiger Methoden, auf die Neri nicht näher eingeht. Gegenüber ihrer Freundin Berit sagt die 30-Jährige während ihres Besuches nichts dazu. Doch der fällt etwas auf. Ihre Freundin trägt immer ein breites Choker-Halsband, sogar am Strand, so als würde sie damit etwas an ihrem Hals bedecken wollen. Neri erzählt ihr außerdem, dass sie, seitdem sie Hiroyuki kennengelernt hat, jede freie Minute mit ihm verbringt und mittlerweile bei ihm eingezogen ist. Doch trotzdem soll Berit ihren neuen Freund während ihres Aufenthalts nicht kennenlernen.
Sie lädt ihre Freundin auch nicht in die Hütte von Hiroyuki ein, die die beiden bewohnen. Vermutlich, weil Berit sofort Verdacht geschöpft hätte, dass ihre Freundin niemals freiwillig dort untergekommen wäre. Hiroyukis Hütte am Rande des Dschungels besteht nur aus ein paar Palmblättern, Sperrholz und Planen, in der sich der Müll und Gerümpel nur so stapeln. Nerys Mutter Ellen ist sich sicher, dass sie ihre Tochter unter keinen Umständen freiwillig in solche Zuständen gehaust hätte. Er hat ihre Tochter manipuliert, sie Gehirn gewaschen und kontrolliert. Doch Neri ist nicht das erste Opfer von Hiroyuki. Für die Einheimischen im Norden von Kopangan ist Ogu Hiroyuki kein Unbekannter. Er ist als drogenabhängiger Herumtreiber in der Gegend bekannt. Ein gefährlicher und gewalttätiger Mann, der zu impulsiven Wutausbrüchen neigt. Und oft an seiner Seite sind westliche Frauen, die als Backpackerinnen oder Touristinnen die Insel bereisen und die er manipuliert, um sie für seine Zwecke auszunutzen. Auch Neri vertraut einer Freundin in Norwegen an, dass Hiroyuki sie kontrolliert, sie ihm all ihr Geld geben muss und sie Angst hat, ihn zu verlassen und am liebsten von der Insel flüchten würde. Doch sie fürchtet sich vor dem, was dann mit ihr passieren würde. Von all dem lässt sich die 30-Jährige nichts anmerken, als ihre Freundin Berit sie besucht. Sie weiß nicht, dass der neue Freund von Neri sie manipuliert und ausnutzt. Und sie weiß auch nicht, dass ihre Mutter seit Wochen nichts von ihrer Tochter gehört hat. Seit dem Zeitpunkt, an dem Hiroyuki in Neris Leben getreten ist. In ihrer Heimat in Norwegen macht sich Ellen bereits große Sorgen. Sie sieht zwar, wie ihre Tochter aus dem weit entfernten Thailand Bilder und Stories auf Instagram hochlädt und dass sie die gesamte Zeit mit ihrem neuen Freund unterwegs zu sein scheint, doch Neri meldet sich nicht bei ihr. Eigentlich hat sie bereits für Ende Dezember einen Flug nach Norwegen gebucht, um Weihnachten zu Hause zu verbringen. Doch Ellen wartet vergeblich am Flughafen auf die Ankunft ihrer Tochter, die das Flugticket einfach hat verfallen lassen. Erst am 8. Januar 2020 erhält Ellen eine kurze Nachricht ihrer Tochter. Frohes neues Jahr. Liebe dich. Außerdem entdeckt sie, dass Neri ihr Facebook-Profil geändert hat. Es zeigt die 30-Jährige zusammengekauert mit dem Blick nach unten in einer heruntergekommenen Unterkunft auf dem verdreckten Boden sitzend. Es ist ein Hilfeschrei. Dabei ist sich Ellen sicher, niemals würde sich ihre Tochter so auf Social Media präsentieren, ohne damit etwas andeuten zu wollen. Ellen meldet ihre Tochter in Norwegen Anfang 2020 als vermisst. Sie weiß sich nicht weiterzuhelfen, auch wenn es immer noch Lebenszeichen ihrer Tochter gibt, wird sie ihre Zweifel nicht los, dass etwas mit Neri ist, dass sie in Gefahr ist und dass sich ihre Tochter nicht freiwillig in dieser Situation befindet. Doch die Zusammenarbeit zwischen den norwegischen und thailändischen Behörden verlaufen schwierig. Erst am 24. Januar 2020 erhält sie einen Anruf, der ihr gesamtes Leben verändert. Neri Hoines wurde gefunden. Nicht in Thailand, wie vermutet, sondern im Dschungel von Laos. Neri ist tot. Im Dschungel von Laos. Ellen reißt der Verlust ihrer einzigen Tochter und besten Freundin den Boden unter den Füßen weg. Auch wenn sie sich seit Wochen um Neri gesorgt hat, hat sie nicht damit gerechnet, dass ihre Tochter getötet werden könnte, während sie bereits seit Wochen die Behörden in Norwegen eingeschaltet hatte und ihnen mitgeteilt hat, dass Neri in Gefahr ist. Die laotischen Behörden teilen mit, dass Neri Hoines aufgrund massiver Gewalteinwirkung verstarb. Doch das beantwortet noch lange nicht Ellens Fragen. Warum war Neri überhaupt in Laos? Wurde sie ermordet oder war es ein Unfall? Und wo ist Hiroyuki, mit dem Neri mutmaßlich unterwegs war? Hat er ihre Tochter nicht nur manipuliert und finanziell ausgenommen, sondern auch getötet? 2 Wochen nach dem Fund von Neris leblosen Körper hat die Polizei in Laos Antworten auf die quälenden Fragen. Sie haben die letzten Tage im Leben von Neri rekonstruieren können und mittlerweile Ogo Hiroyuki zur Fahndung ausgeschrieben. Er steht im dringenden Tatverdacht, die 30-jährige Norwegerin getötet zu haben.
Am 8. Januar 2020 haben Neri und Hiroyuki die Grenze zwischen Thailand und Laos passiert. Warum sie von Koh Phangan abgereist sind, weiß niemand. Zwei Tage später, am 10. Januar, haben die beiden im Hostel Sukhakone View Guesthouse in Wang Vieng eingecheckt. Sie befinden sich mittlerweile einen Tag Fahrt von Koh Phangan entfernt. Zwischen dem 10. und 14. Januar sehen Hotelangestellte und andere Reisende das Paar oft im Hostel. Doch abends und nachts hören sie auch Schreie aus dem Apartment der beiden. Ab dem 14. Januar 2020 sieht niemand im Hostel mehr Neri. Stattdessen fällt den Angestellten das seltsame Verhalten von Hiroyuki auf. Er verlässt kaum das Hostel und erlaubt niemandem, das Zimmer zu betreten. Auch den Reinigungskräften verbietet er, das Zimmer zu reinigen. Am 17. Januar nimmt die Überwachungskamera des Hostels auf, wie Hiroyuki zwei große Bambusstöcke ins Apartment nimmt. Einen Tag später, in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar, zeigen die Überwachungsbilder etwas, was die laotischen Behörden als eindeutigen Beweis eines Verbrechens sehen. Mitten in der Nacht trägt Hiroyuki einen leblosen Körper aus dem Hostel. Die Person hat einen Motorradhelm auf und er trägt sie zu seinem Motorrad, wo er den leblosen, schlaffen Körper mit den beiden Bambusstöckern, die er zuvor gesammelt hat, hinten auf dem Motorrad befestigt. Es ist anzunehmen, dass diese Person die tote Neri ist, die bereits Tage zuvor ermordet wurde. Vermutlich fährt Hiroyuki mitten in der Nacht, ohne dass jemand sieht, dass er mit einer Toten auf seinem Motorrad durch die Straßen fährt zum Dschungel, wo er ihren leblosen Körper hinwirft. Neben Neris Körper findet die Polizei am Fundort auch eine Tasche, die voll ist mit persönlichen Dingen der 30-Jährigen, wie ihrem Ausweis und ihrem Pass. Erst einen Tag später, am 20. Januar 2020, checkt Ogo Hiroyuki aus dem Hostel in Laos aus. Und seitdem verliert sich seine Spur. Die Jagd nach dem Mörder. Laos setzt Ogo Hiroyuki zur Fahndung aus, sowie auf Interpols Most Wanted Liste. Doch die Ermittlungsarbeit zwischen Norwegen, Laos und Thailand verläuft schleppend. Ellens Anwältin rät der verzweifelten Mutter deshalb, Øyvind Olsen mit dem Fall ihrer Tochter zu kontaktieren. Einen ehemaligen norwegischen Polizisten, der die internationale Ermittlungsarbeit wie kein zweiter kennt. Øyvind Olsen verfügt über umfangreiche Erfahrung mit internationaler Polizeiarbeit. Er war Verbindungsmann für die norwegische Polizei in Pakistan und London und leitete UN-Ermittlungen in Ruanda, Osttimor und Afghanistan. Im Laufe seiner Karriere baute der inzwischen pensionierte Øyvind Olsen ein Netzwerk von Polizisten im Ausland auf, das er nun für die Suche nach Ogo Hiroyuki nutzen kann. Zwischen März und Mai 2020 ermittelt Øyvind Olsen vor Ort in Thailand. Aber auch das erleichtert nicht die Arbeit. Interpol agiert in Thailand nur auf dem Festland, vor allem in Bangkok. Über die Interpol-Suchen wird die örtliche Polizei auf den Inseln Koh Samui und Koh Phangan gar nicht in Kenntnis gesetzt. Und das, obwohl Hiroyuki mehrmals dort gesehen wird, wie Øyvind Olsen durch Zeugenbefragung herausfinden kann. Obwohl er anscheinend nah dran am gesuchten Mörder ist, ist die Festnahme von Hiroyuki immer noch weit entfernt. Zwei Monate nachdem Øyvind Olsen seine Suche vor Ort abgeschlossen hat, informiert die norwegische Polizei ihn und Neris Mutter, dass seine Ermittlungsarbeit nicht an die Polizei in Laos, die Ermittlung im Fall Neri Hoines übernommen haben, weitergeleitet wird, da in Laos noch die Todesstrafe verhängt wird, was nach norwegischem Recht eine Menschenrechtsverletzung darstellt. An Heiligabend im Jahr 2021 erhält Ellen einen Anruf. Ogo Hiroyuki wurde festgenommen. Bereits am 20. November 2021, nach 22 Monaten auf der Flucht, hat die Polizei den gesuchten Mörder in Laos festgenommen, aber erst jetzt die norwegischen Behörden über den Erfolg informiert. Doch die Festnahme von Ogo Hiroyuki bedeutet für Ellen nicht, dass sie endlich mit dem Mord an ihrer Tochter abschließen kann. Bis heute weiß sie nicht, ob der Mörder ihrer Tochter bereits verurteilt wurde. Die Kommunikation verläuft schleppend und die behördlichen Hürden bei der Ermittlungsarbeit zwischen Norwegen, Laos und Thailand sind für Ellen zur Zerreißprobe geworden.
Auch das Motiv, warum ihre geliebte Tochter sterben musste, ist für Ellen bis heute ein Rätsel. Gegenüber einem Freund hatte Hiroyuki während seiner Zeit auf der Flucht geschrieben, dass die laotische Armee für Neris Tod verantwortlich sei und er zu Unrecht beschuldigt werden würde. Sie hätten Neri in den Dschungel verschleppt und dort qualvoll getötet. Nach seiner Festnahme und der Konfrontation mit den belastenden Beweisen der Überwachungsaufnahmen ändert Hiroyuki jedoch seine Version. Es sei kein Mord, sondern ein Unfall gewesen. Am Abend ihres Todes hätten Neri und er einen heftigen Streit gehabt, wobei sich die 30-Jährige verletzt hätte und Prellungen zugezogen haben soll. Als sich Hiroyuki zum Schlafen gelegt hat, sei Neri noch am Leben gewesen. Als er am nächsten Morgen aufgewacht sei, soll seine Freundin dann leblos neben ihm gelegen haben. Aus Angst vor den Konsequenzen habe er die tote Neri dann in den Dschungel von Laos gefahren. Doch die Obduktion spricht eine ganz andere Sprache. Neri Hoines Tod ist die Folge von exzessiver und vorsätzlicher Gewalteinwirkung auf ihren Körper. Diese Version präsentiert Ogo Hiroyuki trotzdem am 24. Oktober 2022 vor dem Gericht in Vientiane, der Hauptstadt von Laos, wo der 40-Jährige wegen Mordes angeklagt ist. Doch seitdem warten Neris Mutter sowie die norwegischen Behörden auf eine Verurteilung. Es gibt bis heute keine Information aus Laos, ob Ogo Hiroyuki bereits verurteilt wurde oder warum die Urteilsfindung so lange dauert. Im Januar 2024 hat das Gericht in Vientiane bestätigt, dass mit einer Urteilsverkündung jederzeit zu rechnen ist. Doch seitdem sind wieder viele quälende Monate für Ellen Hoines vergangen, in denen sie nicht weiß, ob ihre Tochter jemals Gerechtigkeit erfahren wird. Erst nach der Festnahme von Ogo Hiroyuki wurde Neri Hoines Körper von den laotischen Behörden freigegeben und nach Norwegen überstellt. Neri ist zurück von ihrer Reise, die ihr eigentlich ein neues Leben in ihrem Traumland bescheren sollte und in ihrem viel zu frühen Tod geendet ist. Im Februar 2022 findet die Beisetzung von Neri in ihrer norwegischen Heimat statt und ihr großer Freundeskreis und ihre Familie nehmen unter Tränen am weißen Sarg Abschied. Auch ihre Mutter spricht eine Abschiedsrede für ihre einzige Tochter und beste Freundin. Das größte Geschenk, das mir das Leben gegeben hat, warst du, liebe Neri. Nichts hat mich glücklicher gemacht, als wenn du mich meine Mama genannt hast.